Herzlich willkommen beim Rohkost am 1 hier, Rohkost Verrückten. Wir machen heute zusammen eine richtig geile Champignon-Cremesuppe. Perfekt für den Winter. Früher, bevor ich angefangen habe mit der Rohkost, war ich ein riesiger Fan von Champignon-Cremesuppen. Die sind so richtig schön cremig, richtig schön wohlig, warm und so. Und viele Leute fragen mich so immer, wie ist denn das mit einer warmen Suppe irgendwie? Das kann man doch dann nicht essen, wenn man sich Rohkost hier ernährt. Falsch gedacht. Suppe geht wunderbar. Wir werden jetzt eine machen. Und wenn man die nämlich am Ende ein bisschen länger im Mixer laufen lässt, dann wird die auch ein bisschen warm. Und so muss man eigentlich auf gar nichts verzichten. Und ich finde, sie schmeckt richtig, richtig gut. Und deswegen wollen wir euch heute einmal das Rezept zeigen. Genau, wir machen hier mal unsere 3 plus 3 Rezepte. Das heißt, wir haben einmal 3 frische und 3 vorrätige Zutaten. Von den frischen haben wir erstmal hier die leckeren Champignons. Dann haben wir noch Zwiebel, ein bisschen Knoblauch. Wir haben noch Walnüsse, die haben wir über Nacht im Wasser eingelegt, damit die Hemmstoffe da raus sind und die auch besser verdaulich sind. Mhm. Und wir haben hier noch so ein bisschen Tamari-Sojasauce. Mhm. Genau. Und das Allerwichtigste? Die Kräuter. Oh yeah. Da könnt ihr nehmen, was ihr so da habt. Wir haben hier so ein bisschen Oregano, Thymian ist auch super. Einfach so ein paar frische Kräuter. Mhm. Genau. Rein. Wenn ihr keine frischen habt, zum Beispiel auch getrocknete. Kräuter sind auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich würde sagen, was brauchen wir natürlich noch? Unseren guten Vitamix, der aus den ganzen leckeren Zutaten eine schöne cremige Suppe macht. Und noch ein bisschen Wasser für die Konsistenz. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Und was müssen wir machen, Lena? Eigentlich ist es das simpelste Rezept aller Zeiten. Einfach alles reinhauen. Einfach alles reinhauen. Zwiebel rein. Wenn du jetzt hier irgendwie nicht so ein Fan von Knoblauch oder irgendwas bist oder so, kannst du gerne variieren. Das Wichtigste sind einfach die Champignons, ein bisschen frische Kräuter und irgendwie ein bisschen eine Fettquelle. Kannst du auch Avocado nehmen. Wir haben jetzt keine Avocado genommen, weil das ist auch super gut. Einfach mal alles rein. Dann werde ich die Tamari auch gleich noch mit rein machen, oder? Dann können wir gleich eben noch ein kleines Wasser geben. Müssen wir dann mal schauen, wie viel Wasser wir genau brauchen. Eventuell noch ein bisschen was nachgeben. Das sieht super aus. Cool. Na dann, einmal rauf auf den Mixer. Und los geht's. Simple as that. Wir haben jetzt noch ein bisschen geschummelt, ehrlich gesagt. Wir sind nicht bei 3 plus 3 Zutaten geblieben. Wir haben nämlich noch anfangs so ein kleines bisschen Zitronensaft mit reingemacht, damit die Farbe irgendwie schön bleibt und außerdem sorgt für die Säure. Kannst du aber auch weglassen oder gerne auch noch irgendwie Pfeffersalz, wenn du was gerne nehmen willst, noch ein bisschen verfeinern. Ich bin allerdings sehr zufrieden mit unserer Suppe. Und ich mache die noch einfach mal ein. Oh, die kannst du. Oh, wundervoll cremig. Das sieht super schön aus, würde ich sagen. Ja, wir sind auch schon fertig, oder? So schnell ging das, ja. Es ging richtig schnell. Guckt euch das mal an, das ist so, so schön. Konsistenz ist super und mit den Kräutern und so. Die ist wie früher, die Suppe. Wahnsinn. Auch die Farbe, sagen. Ne? Ja, ne? Mhm. Sagen wir, probieren mal. Wir probieren mal. Unseren riesigsten Löffel aller Zeiten. Oh, die ist geil. Ja, schmeckt richtig nach Wald, oder? Oh, ich liebe Champignons. Leute! Unbedingt ausprobieren. Jemand, der auch nur annähernd Champignons und Pilze generell mag, wird diese so belieben. Bin ich mir ganz sicher. Die genauen Zutaten stehen unter Videobeschreibung. Könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Und dann würde ich einfach mal sagen, habt viel Spaß beim Ausprobieren. Gebt auf jeden Fall den Video einen Daumen hoch. Unbedingt. Vorm Ausprobieren, nach dem Ausprobieren, immer. Ansonsten würde ich sagen, dann mal den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Herzlich willkommen im Rohkost, ein Rohkost-Rücken. Wir machen heute zusammen einen winterlichen Kaki-Kürbis-Pudding, der wird richtig gut.